Ja, wo sind wir denn jetzt? Gurenu-Felder entdeckt. Na Mensch. Schauen wir mal, was sich hier befindet. Oh, Besuch. Willkommen. Bist du hier, um an unserem weltberühmten Furugawa-Führung teilzunehmen? Aber natürlich, du hältst ja unsere Broschüre in der Hand. Die Führung beginnt gleich. Sie dauert etwa 5 Minuten und widmet sich der Geschichte und den Pflanzen dieser Insel. Danach kannst du all deinen Freunden davon erzählen. Keine Sorge, nach der Führung gibt es keinen Souvenirladen. Bereit? Perfekt, dann fangen wir gleich an. Nicht viele kommen diese Insel besuchen. Die meisten bevorzugen Attraktionen in der Großstadt. Hier ist alles ruhig und friedlich. Das spiegelt sich auch in der Fauna wider. Reisfelder und gesunde Wälder sind hier die Hauptattraktion. Gehen wir weiter. Sieht aus wie ein Pinguin. Ups. Die Reisproduktion hier ist wirklich beeindruckend. Die Arbeiter ernten rund um die Uhr, damit die ansässigen Familien nicht hungern müssen. Gerade ist aber niemand hier. Ich weiß nicht genau warum. Manchmal spiele ich in den Feldern, wenn ich frei habe. Aber das ist nicht so wichtig. Weiter zum nächsten Ort. Na, das sieht ja interessant hier aus. Man kann die Feuchtigkeit spüren. Ich meine, man kann sie richtig spüren. Dieser Eichenwald beschäftigt mich wirklich. Wir haben eine Verbindung. Eine merkwürdige Verbindung. Um ehrlich zu sein, lasse ich diesen Teil der Führung meistens aus. Es wäre schön, wenn wir weitergehen könnten. Na, der Baum wird auf jeden Fall meiner. Und der auch. Habe ich schon mal Eichenwälder. Dieser Glücksbaum ist der Mittelpunkt der ganzen Insel. Wir wissen nicht, wann er gepflanzt wurde. Reisende aus aller Welt kommen hierher und hinterlassen kleine Nachrichten. Irgendetwas, das ihnen das Leben erleichtert. Hier endet unsere Führung. Wir von den Furugawa-Führungen freuen uns über deine Teilnahme. Danke für deine Aufmerksamkeit und Geduld. Nochmal danke für deine Anwesenheit. Ein Trinkgeld ist immer willkommen. 50 Glimps werden angebracht. Ach, naja, sind wir mal nicht so. Das ist großartig. Ich wusste, dass ich einen Nerv bei dir getroffen hatte. Ich werde dich auf die Liste unseres Newsletters für weitere Führungen setzen. Viel Spaß bei der Weiterbildung. Danke für deine Liebenswürdigkeit. Ah. Und ein Schaf. Oh, hier kann man was tauchen. Juhu. Zitrinen. Oh, was ist das denn? Wie komme ich denn hier hoch? Wahrscheinlich gar nicht, sondern nur rüberfliegen oder so. Na Mensch, hat sich doch gelohnt, die Reise. Ein Schäfchen, zwei Eichenbäumchen, Pilze. Ach, guck. Ich werde etwas Holz sammeln. Hoffentlich kann ich später etwas daraus herstellen. So bestimmt Hunger. Knuddeln.
Eichenbäumchen, du bist mein. Na, mal gucken, wie viel kriege ich raus? Naja, 8. Noch ein. Na. Wow, 9. Das hat ja mal ordentlich reingehauen. Hier kann man ja gar nichts rausholen aus den Feldern, wie es aussieht. Okay. Danke für deine Teilnahme an der Führung. Vergiss nicht, deinen Freunden davon zu erzählen. Werde ich machen. Da wir ja Eichenbretter brauchen. Na, mal gucken, wie weit ich komme. Ach du meine Güte. Puh. Ist das schwer. Jo, läuft. Naja, man muss auch Pech haben. Schade. Boah, war es nur 2. Das war aber schlecht. So, gucken wir mal. Kann ich jetzt das schon bauen? Nee, weil mir Kalkstein fehlt. Kalkstein. Verbesserung. Immer noch das. Und hier müsste das jetzt doch eigentlich gehen. Nein, da liegt es jetzt an den Fasern. Okay. Ich überhaupt noch Fasern? Tatsächlich. Gegrillte Pilze. Da. Party kann kommen. So, Kaffee habe ich eigentlich noch. Habe ich eigentlich aus dem Aal schon irgendwas gemacht? Jetzt gar nicht.
Kohle brauche ich. Eichenstamm brauche ich auch. Sam. Da ist nix. Da ist auch nix. Oh, guck, Teeblätter. Na, jetzt wird's ja hier abenteuerlich. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Oder auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, viel Spaß!